Retter kommen vom Himmel. Okay. Rega Zeber, Rega verstanden. 15.000 Einsätze pro Jahr für Menschen in Not. Im Jet und Helikopter. Im In- und Ausland. Das ist die Rega. Arbeitsbeginn bei Rega 10 in Wilderswil. Rettungssanitäter Marco Ley. Arzt Tommy von Wiel. Und Pilot Rick Maurer. Er kontrolliert wie jeden Morgen seine Maschine. Daily Check. Das ist der Romeo Tango, das ist der Beste. Nein, es ist so, es ist wirklich der Beste. Nein, es ist so, dass jede Basis seine Heli hat. Also wirklich die Romeo Tango. Es gibt auch nur ein Romeo Tango auf der ganzen Welt. Das ist so ein bisschen wie der Name. Und ich finde das so gut, dann schaut man zu diesem Heli. Das ist unser Heli, das ist Rega 10. Das Kennzeichen RT wird im Fliegeralphabet zu Romeo Tango. Lange wird Rega 10 nicht am Boden bleiben. Es ist der erste schöne Frühlingstag. Am Flughafen Zürich, in der Zentrale der Rega, werden alle Helikopter koordiniert. Einsatzleiterin Gitti Kuhn tritt den Dienst an. Auf welchem Gletscher sind Sie? Steingletscher? Und auf welcher Höhe? 2160. Das Knie. Ist eine Landung möglich? Ich kann gerade die Szene aufbieten. Rega 10, Primäreinsatz, Steingletscher, Skitouren, Knieverletzung. Antworten. Steingletscher, Rega 10. Skitouren. Skitourenfahrer, Steingletscher. Jeder Handgriff sitzt. In 5 Minuten muss Romeo Tango in der Luft sein. Wir werden den Helikopter schicken. Sobald der Zehner da gelb wird, dann hat er die Maschine laufen lassen. Guten Morgen, wir sind gestartet Richtung Steingletscher, 12 Minuten. Verstanden, Rega 10, wir sind unterwegs Richtung Steingletscher. Landen sollte möglich sein dort. Alle 40 Sekunden kommen die GPS-Signale rein und dann siehst du einen Hüpfen auf der Karte quasi. Ja, das ist am Aufstieg, dort, wo es steil wird. Ja, aber das ist ja fast steil bei Gletscher, das ist ja fast das unterste. Nein, das ist dort, wo es dort steil wird, glaube ich. In der Luft prüft die Crew die genauen Koordinaten des Unfallortes, übermittelt vom Rega Center. Es steigt etwas weniger gut als gestern. Der Föhn, der es runterdrückt. Ja, gestern sind wir besser gestiegen. Die männlichen Kapellen immer noch ein bisschen einfahren. Ja. Ja. Hey, ist das schön. Schau mal den Herrlich hier, das Spürli. Das ist der Traum, hier kannst du runterfahren. Die Bevölkerwanderung auf dem Giglistock, sagst du? Wenn ich den Rundfunk richtig interpretiere, dann werden sie da unten oder noch ein bisschen weiter vorne. Ah, ist denn die Däne noch brinken, dort unten? Eine Landung beim verunfallten Skitourenfahrer ist unmöglich. Arzt Tommy von Wiel und Rettungssanitäter Marco Ley steigen aus dem schwebenden Helikopter. Pilot Rick Maurer fliegt in Standby-Position. Ich habe das Knie verdreht und kann nicht mehr aufstehen.
Et j'arrive plus à mettre le pied par terre. Ici, ici, voilà. Ok, ici pas. Non. Ok. Mais tu peux encore. Kannst du das Bein bewegen? Pas trop. Oh, nicht richtig? J'arrive pas. Ich kann das Knie nicht mehr biegen. Okay, okay. Sonst hast du keine Verletzungen? Hast du Allergien? Nein. Was ist das? Das ist ein Schmerzmittel. Es ist sehr stark. Wir sind hier nicht gerade landen, wir haben ein paar hundert Meter ab. Es ist einfach für ihn vor allem mal recht mühsam. Und wir sind beständig im Schnee und darum haben wir uns jetzt entschieden, hier einen Winter zu machen. Rettungssanitäter Marco Ley steigt wieder in den Helikopter, um die Winde zu bedienen. So, ich verstanden. So souffle lasse après, ça souffle maintenant. Es wird ziemlich blasen nachher. Wir werden uns nicht mehr verstehen. Oui, c'est un, deux, trois, c'est bon. Tac, tac, c'est bon. Moi, c'est bon. Platz verschwindet mir jetzt. Der Pilot hat während der Windenrettung keinen Sichtkontakt zu Patient und Arzt. Er muss sich ganz auf die Angaben von Marco Ley an der Winde verlassen. Wichtig ist gut. Okay, halt ein bisschen Wind, ja? Ja, das Problem auf der Vor- und 20. Vor- 20. Noch 15. 80. Stopp. Vor 4. 3. 2. 1. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Diese Präzision erfordert viel Training und Erfahrung. Meter weiter unten landet der Heli und lädt den Patienten ein. Jetzt haben wir gerade den Zehner gelandet. Und wenn ihn hier auf mein geografisches Informationssystem holen, sehen, jetzt ist er gerade am Anflug auf Interlaken Spital. Interlaken ist das Heimspital von Rega 10. Hier landet Romeo Tango oft mehrmals pro Tag. Und hier arbeitet Tommy von Wiel als leitender Arzt, neben seiner Tätigkeit bei der Rega. Kaum ist der Patient ausgestiegen, trifft in der Zentrale der nächste Notruf ein. Also Koordinaten hast du drin, das sind die korrekten. He? Okay, gut, dann rufe ich jetzt Rick an. Ja, Rick, das ist Gigi, hoi. Lass mal, Rick, wir hätten am Giglistock einen Anschluss-Einsatz. Geht das für euch? Anschluss. Haben wir einen Anschluss? 5 Minuten. 3 Minuten. Es bleibt nicht viel Zeit. Der nächste Fall wartet. Hoppla. Voilà. Super. Und dann hat es ihm ziemlich recht vertreibt und hat sofort Schmerzen gehabt. Und kann nicht richtig darauf abstehen. Der Skifahrer war nicht mehr möglich. Und er war noch weit oben. Robin, das ist diese. Kann ich gleich sagen. Tout bon, hein? Merci. Salut Merci. À toi. Salut. Ciao, Merci. Bonne chance. Tschüss. Keine Ahnung, was wir haben. Ade zusammen. Kurz darauf wird klar, es geht wieder um einen Skitourenfahrer. Fast am gleichen Ort. Und schon ist Rega 10 wieder in der Luft. Oh, warte, ich nehme ihn. Den Takt gibt die Einsatzzentrale Helikopter in Zürich vor, rund um die Uhr. Gitti Kuhn leitet ein Team von 20 Mitarbeitern. Wir sagen immer, wir sind das vierte Crewmitglied im Trockenen, immer vom warmen Büro aus. Aber wir verstehen es auch so, dass wir für die Crew so der Ort sind, wo man darauf abstehen kann. Wenn man nicht mehr weiss, was sollen wir jetzt, so versuchen wir zu helfen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ein Tag, wo es wirklich wahnsinnig stark zu und her geht, sind wir auch froh, wenn wir mal der Crew dürfen sagen, du kannst dich geschwind organisieren draussen. Rega, Gitti. Akama.
Mhm. In Gama. Okay. Man, aber er ist nicht verletzt. Ihr wisst es nicht. Sie müssen eine Winde einsetzen. Okay. Unter Wasser. Aber er ist nicht allein dort. Gehst du ihn holen? Okay, die Crew ist unterwegs. Der Patient, der ärmste, ist eingeklemmt zwischen zwei Steinen und einem Kanu irgendwie. Und jetzt ist die Feuerwehr dort vor Ort. Und er schnufft aber und ist bei Bewusstsein. Aber langsam wird es ein bisschen kalt, oder? Er ist immer noch im Wasser drin. Neben der Rega sind rund 30 Rettungskräfte am Unfallort im Einsatz. Draußen vor dem Rega-Center trifft Jetpilot Philipp Simmen ein. Heute ist ein spezieller Tag. Ja. Wir holen in Athen ein sogenanntes Frühchen. Ein Baby, das früh auf die Welt kam, in der 32. Schwangerschaftswoche. Und wenn man selber Kinder hat, kann man da emotional gut mitfühlen mit den Eltern, was sie momentan durchmachen. Ja. Zum gleichen Team gehört auch Pflegefachfrau Yvonne Horisberger. Sie wurde am Vorabend für diesen Einsatz aufgeboten. Ja, es ist schon besonders, halt so kleine Menschen holen. Es ist knapp 1,8 Kilo. Also ist noch nicht so viel dran. Und von dem her ist es immer schön, wenn man die dann heimbringen kann. Ja. Das winzige Baby braucht einen 100 Kilo schweren Brutkasten, der in den Jet eingebaut werden muss. Pilot Philipp Simmen packt mit seinem Co-Piloten an. Nicht zum ersten Mal. Das kommt alle zwei Monate, denke ich, so mal vor. Pro Pilot. Wir fliegen natürlich viel mehr kleine Kinder. Aber als Pilot braucht es etwa alle zwei Monate. Simmen arbeitet seit 12 Jahren für die Rega. Schon bald soll er zum Kapitän befördert werden. Hierarchiestufen und Funktionen hin oder her, im Jet arbeiten alle Hand in Hand. Zusammen mit dem Kinderarzt bauen die Piloten den Brutkasten ein. Flight Nurse Yvonne Horisberger kann für diesen Flug auf die Unterstützung einer Pflegefachfrau Neonatologie des Kinderspitals Zürich zählen. Die letzten Vorbereitungen. Einfach, was wir nicht im Flieger haben und zusätzlich brauchen, machen wir noch parat und nehmen es mit. Sprich eben frische Lebensmittel, Getränke und so weiter. Und Sachen, Medikamente, die im Kühlschrank müssen sein, kann man erst im Flieger tun, wenn man eben dann geht. Informationen über die Patientin habe ich gestern bekommen. Und darum durfte ich heute Morgen eigentlich nur arbeiten. Die erfahrene Intensivpflegefachfrau hat nicht nur medizinische Aufgaben. Sie ist auch für die Verpflegung im Jet zuständig. Eine Allrounderin. Rega 10 ist beim zweiten Skitourenunfall des Tages eingetroffen. Der Patient ist auf den Arm gestürzt. Zuerst wie etwas gegen das Schlechtsein. Nein, es tut mir zu fest weh. Au. Ich kann nicht bewegen. He? Nein, es tut weh. Ja. Wo tut es weh? Oben. Da? Oben hin, ja. Ich tue doch zuerst mit Penta. Ja. Ja, jetzt wird es schlecht. Also gerade etwas gegen das Schlechtsein. Ist es zu fest? Nein, ist gut. Etwas. Wahrscheinlich ist die Schulter ausgerenkt. Es geht ins Spital Interlaken. Gut, super, wie geht's? Ja. Ist einfach, wenn du kotzen musst. Okay. Aber ganz wenig die Fenster aufzutun. Okay.
Dieser Ambulanzjet wird Frühchen Julie in Athen abholen. Der Abflug steht kurz bevor. Morgen miteinander. Schlussbriefing. Samuel. Die Einsatzleitung Jet liefert alle Details zu Flug und Patientin. Ja, grosse Crew heute. Es geht auf Athen. Und zwar gehen wir Julie Niederhäuser holen. Das ist eine Frühgeburt. 1780 Gramm. Ihr werdet abgeholt am Flughafen von einer Ambulanz und dann mal zu der Begleitseite. Wie ihr seht, ist recht viel. Wir haben einerseits Mutter vor Ort, Michelle Nathalie Niederhäuser. Sie hat einen Koffer und eine Handtasche dabei. Dann haben wir den Markus Michael Niederhäuser. Er hat eine grosse Tasche und eine Notebook-Tasche dabei. Das ist der Vater vor Ort. Das ist Laissez-Passer von der Julie, von der Botschaft. Das ist mal noch etwas Medizinisches, André. Und genau. Dann noch zum Operationellen. In Athen ist das Handling vereinbart. Das ist alles bestätigt. Philipp Simmen wird nicht nur vom Co-Piloten, sondern auch von einem Instruktor begleitet. Zum letzten Mal vor seiner Beförderung zum Captain. Noch ist die Rolle auf der linken Cockpitseite neu für ihn. Ich trage Verantwortung über den Flug. Ich bin für die ganze Abwicklung des Einsatzes verantwortlich, das heisst für die Organisation. Und ich sage immer, ich mache die Stimmung innerhalb der Besatzung. Das heisst, wenn ich etwas Positives ausstrahle, sage ich mir, dann geht das auch auf die Besatzung über. Und dementsprechend ist die Stimmung dann auch gut auf dem Flugzeug und während dem Einsatz. Call out wieder Stop, Power Lever Idle, Medium Reverse das mal. Vom Link über. Das SID bringt uns ja in den Osten über. Reger Chefpilot Urs Nagel hat auf dem Jumpseat Platz genommen. Er bildet Philipp Simmen aus. 5-1, Take-off thrust. V1. Rotate. V2. Start Richtung Athen. In der Heli-Einsatzzentrale ist die Stimmung gedämpft. Der verunfallte Kanufahrer konnte nicht gerettet werden. Das Wasser ist gestiegen. Und ja, ist leider verstorben, sind dann alles zu spät gewesen. Und jetzt habe ich auch noch mal einen Flussunfall, eine Gruppe Jugendliche, die auf einem Fluss war und wo ein Bötchen gekentert ist. Und wo ein Kind unter dem Wasser war und auch verstorben ist. Und dann drückt es einem manchmal geschwind auf die Stimmung und dann tut man sich wieder aufrappeln, dass man wieder kommt. Und jetzt sind wir gerade am Aufrappeln. Sind wir allerdings so geschwind, wenn wir es besprechen. Weil es macht einem der gleich betroffen, wir sind junge Menschen und in beiden Orten war die Rettung schnell dort und in beiden Orten hat es nicht mehr geholfen. Ja. Viel Zeit zum Verarbeiten bleibt nicht. Ein grau-roter Schirm. Was müssen wir den Zehner jetzt wieder aufbieten? Ja, ist positiv. Okay. Also du hast zwei Gleitschirme jetzt dort, einen verletzt. Okay, alles klar. Gut, danke dir. Tschüss, ciao. Einer ist verletzt, einer mit dem gelben Schirm ist unverletzt. Der ist jetzt gerade gelandet, neben dem. Neben dem. Und geht helfen. Ich habe gesagt, soll er alles zusammen. Und bewusstlos ist gesichert? Ja. Und schnauft, das weiss ich nicht. Es ist über das 144 gegangen. Okay. Okay. Rega 10 von Rega Antworten. Ja, Rega 10 verstanden. Das Team von Rega 10, das gerade den Touren-Skifahrer im Spital abgeliefert hat, macht sich auf den Weg Richtung Erlenbach im Simmental. Genaue Koordinaten fehlen. Es ist eine Suche aus der Luft. Gleitschirm ist doch egal, auf 12 Uhr. Eine erfolgreiche Suche. Thank you.
Für Arzt Tommy von Wiel ist schnell klar, es wird ein Kampf ums Leben. Also los, sie sind in der Endphase des Reanimieren und AK-7. Sieht nicht gut aus. Ist etwa von 150-200 Metern ist er in der Steilspirale. Ja, dort aufgeschlagen. Und hat ganz am Schluss noch den Notschirm gezogen. Scheinbar. AK-7. So lautet der medizinische Code für einen Todesfall. Alltag für die Crew von Rega 10, aber keine Routine. Genau, ja. Das AK-7. AK-7 würde man auf dem Rückflug bauen, das sind Ton abladen. Wenn wirklich jemand wie jetzt aus dem Leben gerissen wird, wenn etwas Schlimmes passiert, dass dann immer noch, also mich zumindest, immer noch recht berühren. Aber im Moment, wenn man am Arbeiten ist, dann kann man wie eine Art abschalten und sich aufs Wesentliche fokussieren. Aber nachher, wenn es vorbei ist, dann tut man natürlich schon Gedanken machen. Und mich berührt es noch. Ja. Die Nachricht von AK-7 in Erlenbach lässt auch Gitti Kuhn nicht kalt. Gut. Am Mittag, wenn du allein bist, dann fängst du an, ein bisschen zu denken. Das ist normal. Und dann denkst du an die Fälle, die gewesen sind? Denkst du, ja, habe ich jetzt echt alles richtig gemacht? Habe ich es gut gemacht? Oder hätte ich etwas besser machen können? Oder so. Und dann tut man einfach so darüber nachsinnieren und sinniert halt auch über das nach, dass es jetzt Menschen hat, die sich gerade geschwind das Leben verändert hat. Und es ist ja gut, wenn man das geschwind denkt, dann kann man es nachher wieder auf die Seite stellen und ist dann wieder für das nächste parat, oder? Mhm. Genau. Der rege Ambulanzjet ist mittlerweile hoch über den Wolken. Entschuldigung. Das ist für den Philipp. Ah, für den Philipp. Er ist gerade am Rechnen. Ja. Britis bringt Drogen. Hast du noch ein Brötchen dazu? Philipp Simmen hat kaum Zeit zum Essen. Der Instruktor nimmt ihn in Beschlag. Die Pistenzahl in Thessaloniki ist nur eine von vielen Wissensfragen. Ja, genau. Aber bis vor einem Jahr wäre es sogar super gewesen. Also hätte es sogar 4 gehabt. Die medizinische Crew bespricht Einzelheiten der Repatriierung. Uns erwartet ja jetzt nachher da Julie in diesem Spital in für mich erstaunlich guten Zustand, wie es hier beschreibt. Für das Alter in der 32, gut, jetzt in der 34. Schwangerschaftswoche in der Zwischenzeit. Sie ist kreislaufmäßig ist ja stabil. Wir wissen nicht genau, sie trinkt anscheinend alles selber. Flight Nurse Horis Berger ist in ihrem Element. Etwa 70 Tage pro Jahr verbringt sie in der Luft. Es ist so, ja, so ein bisschen abenteuerlich. Und ich bin eher so ein Mensch, der gerne ein bisschen um sich bewegt, nicht immer statisch am gleichen Ort ist. Und das ist der perfekte Beruf für mich. Der andere bräuchte schnell. Ich habe gerade ein E-Cars bekommen von der EZ. Sie schreiben da, liebe Crew, haben sie eben Inverhalten, dass sich Putin einen Besuch in Athen abhalten wird. Da ihre Sicherheitslage verschärft, der Ambulanz ist es nicht mehr erlaubt, auf den Tarmac zu kommen. Das Handling vor Ort wird sich darum kümmern, dass sie euch zu der Ambulanz und den Van bringen. Okay. Das gibt es noch vielfach in Russland selber. Das heisst, wenn der Präsident Putin zurückkommt, dann schliesst der Flughafen über mehrere, teilweise Stunden sogar. Und dann muss man so ein bisschen wissen, was man macht. Weicht man auf seinen Ausweichflugplatz aus? Oder haben wir noch genügend Kerosin dabei an Bord, dass wir warten in der Luft? Das sind dann so ein bisschen, Fragen, die sich dann stellen.
Kommt Wladimir Putin der Rega und Baby Julie in die Quere? Rega 10 ist zurück auf der Basis in Wilderswil, um neues medizinisches Material zu holen und zu tanken. Eine Tankfüllung reicht für etwa eine Stunde und 20 Minuten Flugzeit. Tankwart ist Rettungssanitäter Marco Ley. Er unterstützt nicht nur den Arzt, sondern auch den Piloten. Ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen Medizin und Fliegerei. Weil ich kenne beide Bereiche, weiss, was geht. Und manchmal ist man ein bisschen das Zünglein, so je nach Entscheidung. Was ist jetzt im Moment gerade wichtiger, die fliegerische Seite oder die medizinische? Jedes Crewmitglied hat seine Aufgaben. Es ist Mittagszeit. Wir kochen einen grössten Teil, wenn wir nicht Einsatz sind, auf der Basis. Und meistens hat der Doktor hier meiste Zeit, zum Kochen zu machen. Und das ist das eine, und das andere ist, ich koche einfach gerne. Eigentlich hätte ich noch etwas Bullefleisch dazu sollen. Das habe ich leider gestern im Auto an der prallen Sonne vergessen. Und das ist jetzt gerade eine Zumutung, das hier noch reinzutun nach 12 Stunden Wärme. Und darum gibt es jetzt halt heute etwas ein bisschen improvisiertes ohne Bullefleisch. Aber das ist auch gleich. Ich habe gleich ein feines Sesel, wie immer Fleisch fehlt. Ist nicht so schön. Rick Maurer hat sich hinter Büroarbeiten gemacht. Er ist nicht nur Pilot, sondern auch Leiter der Basis mit 12 Mitarbeitern. Basisleiter heisst eigentlich der Hüttenwart von der SOC-Hütte. Nein, ich mache einfach das Budget, muss ich schauen, dass das natürlich eingehalten wird. Ich habe Mitarbeitergespräche Ende Jahr mit den Angestellten hier. Qualifikation. Ich muss schauen, dass es einfach jemand läuft, wenn irgendeine Lampe kaputt ist, sollte ich schauen, dass die wieder geht. Oder wenn die Toilette nicht geht, sollte ich dem sanitären Anleuten einfach das. Und das macht so 10-15%. Ich mache es manchmal noch ein parallel hier zum Pickendienst. Aber ich tue es natürlich drinnen. Nicht so schlecht, kurz Sesel, oder? Mhm. Für das Bullefleisch fehlt. Gut, er hat ein schlechtes Gewissen, sicher. Wieso? Weil er den Helm hat vergessen gestern im Spital. Ja, genau. Dann hat es eine Verzögerung gegeben von 20 Sekunden. Maximal. Das gehörst du jetzt rasch. Maximal. Das ist wie eine Pistole, die zum Cowboy gehört. Oder der Revolver. Mhm. Der Helm. Genau. Dann wissen wir es gerade. Der Rega-Jet ist in Athen gelandet. Die Zeit drängt. Noch sind die Straßen offen. Die Ambulanz konnte vorfahren, aber irgendwann wird es wegen Präsident Putins Besuch kein Durchkommen mehr geben. Okay, let's go. Er ist auf die 3 angemeldet, auf die lokale Zeit. Und während, glaube ich, einer Stunde und zwei Stunden nachher haben sie hier eine grössere Strassensperre geplant. Das könnte uns natürlich auch betreffen, auf dem Weg vom Spital zum Flughafen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da möglichst in der Zeit, in unserem Zeitfahrplan bleiben. Besser wäre noch, wenn wir etwas schneller könnten, die Übergabe im Spital machen könnten. Ja. Der Verkehr in Athen hat es auch ohne Sperren in sich. Aber schließlich trifft die Ambulanz im Maternitätsspital und bei den Eltern von Julie ein. So. Hallo. Kreis, grüß mein Name. Ich bin Rega. Freut mich. Seid ihr da? Ja. Okay. Gut. Grüß mein Gott. Kreis, grüß mein Name. Ich bin dort von der Rega. Freut mich. Und komme die kleine Julie und sie heimholen. Geholen, super, ja. Sind Sie froh? Ja. Okay. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das 2 Monate zu früh kommt, dass das uns passieren würde, und auch in den Ferien. Und es ist dann mit Kaiserschnitt, unser Sohn, der noch dabei war, ja auch. Und eben die Julie, die es eigentlich von Anfang an sehr gut hat gemacht, aber die auch immer Angst hat drum. Ja, es ist so ein bisschen
Und so etwas gemischt. Und dann mit den Hormonen und alles. Das ist schon, es ist schon viel. Ja. Okay. The baby. Yes. Oh, nice. Hoi. It's good. She has just a gas tube. Yes, perfect. Vor 13 Tagen ist Julie zur Welt gekommen. Perfect. Die Eltern durften sie bisher nur zweimal pro Tag eine halbe Stunde lang sehen und sind überglücklich, dass sie Julie in die Schweiz nehmen dürfen. Der zweite Vorname von Julie ist Athene. Als Erinnerung an den abenteuerlichen Start ins Leben. Thank you very much. Hoi, Julie. Ja, hallo. Hoi. Hä? Ganz viele Leute hier für dich. Sag, ja. Geht's dir gut, hä? Trotz der Eile, vor dem Aufbruch will der Reha-Arzt genau wissen, wie es Julie geht. Also Status ist wirklich tipptopp. Gute Rekap, Herz sieht gut aus, Verdauung ist ganz gut, blubbert und tut überall. Und respiratorisch auch, was mir ein bisschen auffällt, ihr linke Auge macht sie nicht auf. Ja, jetzt kommt es, jetzt geht es. Ja. Jetzt muss man aufhören. Ja, genau. 10 Minuten. Gell? Carmen, gehen wir uns nach. Auf keinen Fall möchte André Kaiska mit Julie im Verkehr blockiert werden. Ciao Philipp, du, ich habe dir noch Bescheid gegeben. Wir sind jetzt gerade zum Spital aus, in der Ambulanz, fahren ab Richtung Flughafen. Wenn jetzt also so nach Plan sollte laufen, denke ich maximal eine halbe Stunde. Und wenn sich etwas verändert jetzt unterwegs, dann würde ich dir noch Bescheid geben. He? Julie und das Reha-Team haben Glück. Sie kommen ohne Verzögerung zum Flughafen. Wladimir Putin ist noch nicht eingetroffen. Okay. Okay. Strom haben wir abgehängt. Philipp, kannst du nachher schauen? Einfach die Finger nicht anheben, aber ja. Schauen, zuerst, dass der einrastet, wenn er rauskommt. Genau. Im Reha-Center in Zürich ist der ereignisreiche Tag noch nicht abgeschlossen. Frau Chappert, grüß euch, da ist Brunnen von der Reha. Ja, eure Mutter ist. Sie ist wie ein Polar. Sie ist ansprechbar. Okay. Könnt ihr mir neue Nummern geben, Frau Chappert, dass wir euch anrufen können? Kannst du den richtig harte Kulm. Dort, wo ihr seid, in dem Sinn, kann man dort landen? Auch nicht, oder? Bewusstlos. Und ist das im Wald? Im Wald innen? Ansprechbar. Regenzahnregen, primär Einsatz, harter Kulm. Details kommen. Einsatz! Bei Rega 10 finden die Putzarbeiten ein rasches Ende. Der Harder, Hausberg von Interlaken, befindet sich gleich gegenüber der Basis. Ein Katzensprung. Ja, wir kommen gerade. Wir haben den Heli schon aufgeboten. Ja, wir sind unterwegs, Frau Chappert. Wir sind unterwegs.
Ist gut. All die Flutschäppe, wir kommen. He? So. Ja, okay. Grüezi, Frau Cheppert. Ja, warten Sie eine Sekunde. Ich schaue, ich sie mit dem Helikopter verbinden. Frau Cheppert, hören Sie mir geschwind zu. Ich schaue sie mit dem Helikopter. Frau Cheppert! Ja, Frau Cheppert! Frau Cheppert, hören Sie mir zu. Ich verbinde Sie jetzt verbinden mit dem Helikopter und dann können Sie es ihm sagen. Bleiben Sie am Telefon, ich verbinde. Hä? Nimmst du das Telefon? Jawohl. Bist du da unten, oder? Ja. Hallo? Ja, Rick. Jawohl. Da ist er, ja. Jawohl. Hast du es gesehen? Nein, ich bin es geschwind. Okay, los geschwind. Du bist oben dran, geht. Ich verbinde dich verbinden. Sie ist ein bisschen aufgeregt. He? Ich verbinde dich verbinden. Sind das die Leute da? Fred Cheppert, Sie können jetzt mit dem Pilot reden. Ja. Er muss noch mehr kommen. Jawohl. Er muss noch mehr kommen. Fred Cheppert, hören Sie. Ja, Frau Cheppert, jetzt seid ihr der Pilot dran. Ihr müsst mir sagen, jetzt bin ich so bei einem Brettelplatz. Seid ihr auf dem Brettelplatz, also richtig hart rauf? Noch ein bisschen mehr rüber! Ja, schaut, es ist. Ja, jetzt habe ich euch gesehen. Ja, ich habe euch gesehen, Frau Cheppert. Der Doktor kommt den Wanderweg hinter. Dort bleiben auf dem Wanderweg und dort den Doktor empfangen. Nein, ist das okay? Ja, wisst ihr, wie lange es ist? Jawohl, wir haben ihn gesehen. Nein, wir haben ihn gefangen. Ja, Frau Cheppert. Frau Cheppert. Der Doktor ist gleich bei Ihnen. Er weiß wo. Ja, ganz sicher. Ich bleibe jetzt mit Ihnen aus dem Telefon, bis der Doktor bei Ihnen ist. He? Ist das gescheiter, gell? Wo ist denn Ihre Mami auch bei Ihnen auf dem Wanderweg? Ah, gut. Ja, da sind ihr zusammen. Sie ist bei Bewusstsein. Sie blüht fest. Ja, am Kopf tut es halt immer fest blüten. Und dann sieht das, gell, Sie, genau. Dann sieht das fürchterlich aus, oder? Im Rega-Ambulanz-Jet verschläft Julie Athene ihren ersten Flug. Wegen der Milch soll ich die fortrühren. Ja, genau. Also. Nicht nur das Baby. Auch seine Eltern kommen zur Ruhe und haben Zeit, die Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Wenn du weißt, das Baby ist 2 Monate zu früh auf die Welt gekommen. Und das wäre noch 2 Monate in diesem Bauch drin gewesen. Dann gehst du schon davon aus, dass das noch nicht fertig ist. Gerade am Anfang ist das auch noch ein Faktor gewesen, dass du da jetzt mal Angst hast. Und jetzt mal gehst du her um 12:30 und denkst so, einerseits freust du, andererseits bist du nervös und denkst, hoffentlich ist alles gut, du weißt es ja nicht. Und dann bist du froh, ist alles gut. Und jedes Mal, wenn es nur das Kleinste irgendwie, wenn es fängt an zu hornen, weil es zu hohen Puls hat oder so, denkst du halt, also macht es schon Sorgen, ja. Die Odyssee beginnt, als bei der Mutter in den Ferien auf Naxos plötzlich die Fruchtblase platzt. Das Spital dort ist für Frühgeburten nicht eingerichtet. Die Familie wird nach langen Diskussionen mit einem Militärhelikopter nach Athen gebracht. Den 4-jährigen Sohn Louis holt die Großmutter ab und bringt ihn in die Schweiz. Julie Athene kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Jetzt ist sie im Anflug auf die Schweiz. Und auch Philipp Simmons letzter Flug vor der Beförderung geht zu Ende. Der Sinkflug nach Bern. Das Krankenauto wird Julie ins Inselspital bringen. Für den Piloten ist die Mission hier zu Ende. Sohn Louis und die ganze Familie stehen für den Empfang bereit. Ja. Ja. Right.
Hälfte Knoblauch. Wir sind froh, sie sind wieder da. Alle zusammen. Hä? Hallo. Ja. Ciao. Hallo. Ja, sie ist weg. Sie ist da. Ja, sie ist schon. In der nächsten Folge: Arzt Tommy von Wiel steigt zur verunfallten Frau im Harderwald ab. Eine schwierige Rettung. Ah, der Arzt ist da, super. Super, dann haben wir alles unter Kontrolle. Nach ihrer Repatriierung bekommen Julie und ihre Mutter Besuch vom Sozial- und Betreuungsdienst der Rega. Wir haben den Alltag schon nicht gerade ganz. Ist noch nicht eingespielt, selbstverständlich. Und Helipilot Rick Maurer kämpft für seine Linie. Da ja meistens sitzende Job habe, oder? Ist das noch gut?